Während du auf der Bühne stehst, darfst du keinen Respekt haben. Das ist einmal das Wichtigste, weil sonst ist alles weg. Ja. Vorher und auch nachher ist natürlich der Respekt sehr groß und man versucht ihm gerecht zu werden. Die Texte habe ich mittlerweile wirklich intus. Also das sind auch wirklich die einzigen fremdgeschriebenen Texte, die du kannst mich aufwecken um 4 in der Früh und ich kann in Amadeus rückwärts tanzen. Ja. Aber ja, wir machen das ja auch schon eine Zeit lang. Wir haben ja schon seit 2005 haben wir das erste Tribute-Konzert, damals im U4, eben mit der Original-Falco-Band, auf den Start gebracht, mit vielen unterschiedlichen Gästen. Die haben auch immer wieder gewechselt. Aber es ist doch ein Stamm, ist immer wieder geblieben und der hat sich dann herauskristallisiert, die Goldfisch. Ja, weil wir gesagt haben, die legendäre Textzeile bei ganz Wien im U4, gegen die Goldfisch, haben wir gesagt, ja, das muss ja passieren, wenn er so sagt. Und dann haben wir immer wieder seinen Geburtstag zum Anlass genommen, um dann uns das ganze Zeugs wirklich hardcore reinzudrücken. Ja, also das sind wirklich beinharte Proben. Und ja, und dann haben wir einmal im Jahr eine schöne Party im U4. Und da kommen viele die Leute. Die Beste in Wien. Du bist ja auch immer dabei. Immer, ja. Ja, ja. Ich habe einmal sogar mitgesungen, Ginny. Ja, das mit Hermes zusammen. Es war ein bisschen peinlich. Nein, das war legendär. Das war legendär. Das war legendär. Richtig auf der Bühne, Maria. Ja, ja. Nein. Und ich habe den Text vergessen. Hätte sollen sagen, mach mich nicht an. Und ich habe dann gesagt, gescheißen. Ja. Und alle haben das super gefunden. Das war großartig. Ich war weniger. Legendär. Aber alle anderen haben gesagt, was ist das super. Und letztes Jahr haben sie gesagt, mach das. Aber ich gesagt, nein, nie mehr im Leben. Also das heißt, auf die Bühne gehst du nicht? Nein, nein. Aber nein. Ich meine, man kennt dich, wenn man hin und wieder in der Nacht unterwegs ist, dann ach weiß so, jeder, ja, wer du bist. Ja, Wien ist ja nicht so groß. Ne? Ja, wir senden ja in ganz Österreich, also für die, die was ja, noch bei nicht bei der Lust waren. Bei allen Glaubens, die gut waren in Wien, die gibt es ja jetzt leider nicht mehr. Und deswegen bin ich halt so durch alle Lokale gewandert in Und du Wien. Warst doch im U4 damals. Du warst ja hinter der Bar im U4. Ich war die Personalchefin. Die Personalchefin. Das na, ja. Schau bitte. Und da hast du Falco eigentlich kennengelernt, den haben da Sie damals noch, oder? 81 habe ich ihn kennengelernt, ja. Ja. Und da hat er, ist er gegangen, das werde ich nie vergessen, im Club, war knapp so eine Karriere zu machen, mit einem Jogger gegangen, so grau sich angezogen und geht ohne Zahlen. Und da habe ich gesagt, bist du deppert oder was? Sagt er, nein. Habe ich gesagt, nein, er ist gegangen. Und der nächste Tag kommt er wieder, sage ich, wenn du das noch einmal machst, zeige dir an bei der Polizei. Bist du nicht, ich bin der Falke. Ich sage, was, wie mir das wurscht ist. Und seit damals waren wir befreundet. Wir haben so eine Hassliebe irgendwie gehabt. Seit damals waren wir befreundet. Seit dem Tag. Wie kann man sich so vorstellen als Freund? Ist er irgendwie schwierig also für gewesen, mich oder? War anstrengend. Und nach meiner Meinung nach war er ein wahnsinnig sensibler Mensch. Ja. Er hat nur, ich weiß noch, wie dann rausgekommen ist, dass das Kind nicht von ihm ist, hat er mich angerufen. Da haben wir das Festnetz alle gehabt natürlich. Und der war wirklich, und das hat ihm wirklich seelisch gebrochen damals, weiß ich. Also das kann ich mich wirklich erinnern, weil das war fürchterlich für ihn. Ja. Das war eigentlich für mich, war das der Anfang des Untergangs für ihn. Damals mit dem, dass das nicht seine Tochter war. Der Anfang vom Untergang, wie hat naja, sich der das ganz, dann hätten ja so ein Konzert stattfinden in die 90er, ja, die sind ja abgesagt worden, weil keine Karten mehr verkauft worden sind. Und dann ist er in diese grausige Pampa ausgewandert, da, wo Zuhütte und Nutten quasi gewohnt haben, das weiß ja jeder. Und das war leider sein Tod. Ne? Und alle, die sagen, sie waren seine Freunde, kein Mensch hat sich um ihn gekümmert eigentlich. Ich wollte gerade sagen, irgendwie so viele Leute nach ja, seinem Wahnsinn. Tod sind auf einmal viele Freunde. Wie gestorben ist, wie viele Leute da Freunde waren. Ja, ja, ja. Sein bester Freund war der Billy Filanowski, ja, der ist mit der Schule. Und der hat gesagt zu mir einmal, da war ein Besuch und dort hat er gesagt, die Einzige, die ihm abgeht, ist die Bovere, das ist mein Spitzname. Das war so traurig, da war er schon tot. Ne? Ja. Aber das ist der einzige Freund war der Billy von ihm. Ne? Ja. Und was sagt ja. ihr da jetzt zum Beispiel, wenn du so wie heute Kranzniederlegung, Requiem, ist das der Falco? Hätte ihm das also Kranzniederlegung, ich finde das grob schier, tut mir leid. Also ich bin auch, gehe nicht auf Gräber. Das ist ja Stephansdom, ist eine schöne Kirche, mein Gott. Ja. Und ist gleich ums Eck von mir. Also, aber nein, das mache ich nicht. Ich finde es toll, dass der Toni Faber das macht. Also auch im Stephansdom, weil ich habe so ein schönes, ja, der Hans hat mir was geschickt, einmal, so ein ganz schönes Ortgedicht. Und das möchte ich haben, dass der Toni Faber das vorliest. Das ist nämlich wirklich schön, dass er halt niemand was zuleide getan hat, außer sich selber. Ne? Ja. Und
Man, es jeder, ist jeder gedenkt halt auf seine Art und Weise. Ich meine, ja. wenn man jetzt ja. Götzenbilder braucht, um einen Kontakt zu dem Verstorbenen, auch wenn es nur mental ist, herzustellen, dann ja, geht genau. man halt in eine Kirche. Ja. Ich bin mit 16 austreten, bei mir stinkt da ganz schier nach Schwefel, wenn er Kirchen betritt. Das heißt, ich bleibe sowas fern und ich glaube auch nicht wirklich, dass das jetzt da in seinem Sinne gewesen wäre. Nein, ja. ich bin getaufte Jüdin, ist neu. Ja, also, ja. Aber ich gehe hin, weil ich es schön finde und ich mache Orgelmusik gern. Weißt, und aber deswegen wie schaut das aus, die Leute, die da hingehen? Glaubst du, da sind teilweise Leute dabei, die so ein bisschen Trittbrettfahrer sind? Es gibt so komische so Fangruppen immer fürs Deutschland. Ja, ja, und die haben immer gesagt zu mir, sie wollen für mich Autogramm. Habe ich gesagt, warum? Warum? Na, weil ich sage, ja, ich war mit dem nicht verwandt oder was, das war mit einer meiner ältesten Freunde, wieso wollte ich, na ja, wir haben so viel gehört von ihnen, haben wir gedacht, mir wird schlecht, bitte. Ich mein, da gibt es viele überhaupt Leute, die sich auf die Spuren von ihm begeben, natürlich, ja, genau. Das ist ein Riesenmythos und es ist bei jedem Musiker so, der früh aus dem Leben scheidet, hinterlässt natürlich sehr viele Fragen.